Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Ricarda und das hier ist Cardis Corner. Im heutigen Video werde ich euch berichten, wie der Reading Rush 2020 für mich lief. Mein TBR dazu habe ich euch ja vor einigen Wochen vorgestellt. Jetzt kann ich berichten, wie es war, denn der Reading Rush ist vorbei. Ich habe tatsächlich alle Bücher fertig gelesen bzw. fertig gehört. Dabei habe ich aber nicht alle Challenges erfüllt. 6 von 7 habe ich geschafft, denn die Woche des Reading Rush war für mich Klausurvorbereitungszeit. Dadurch habe ich dann, wenn ich draußen auf der Wiese lag, nicht in einem Buch gelesen, sondern bin meine Karteikarten durchgegangen und habe für die Klausur gelernt. Das ist der Grund, warum ich die Challenge Read a Book Completely Outside of Your House nicht vervollständigt habe. Aber ich denke, das kann man mir verzeihen, denn ich habe immerhin alle Bücher geschafft, die ich mir vorgenommen habe. Auch wenn ich da in der Auswahl ein paar Abstriche gemacht habe, ich habe ja mit Absicht eher kürzere Stories genommen, teilweise auch nur 6-seitige Kurzgeschichten. Und jetzt werde ich mit euch meine Erfahrungen teilen. Meine Meinung, wie waren die Bücher? Hat es sich gelohnt, die im Reading Rush zu lesen? Oder habe ich mir teilweise gewünscht, doch ein anderes Buch auszusuchen? Das erste Buch, das ich gelesen habe, ist Frauen und Macht von Mary Beard. Und es hat mir richtig gut gefallen. Hier drin sind ja 2 Essays, eben zum Thema Frauen und Macht. Mary Beard ist Historikerin und deswegen war ihre Perspektive auch dementsprechend geprägt. Ich fand es super spannend. Allerdings hätte ich mir noch ein bisschen mehr Tiefe in anderen Bereichen gewünscht. Es ist natürlich logisch, dass sie vor allem über geschichtliche Entwicklungen gesprochen hat. Das alte Griechenland und Rom wurden aufgegriffen. Aber sie hat auch kurz angesprochen, was es mit der Sprache und der Tonalität zu tun hat. Also inwiefern sich die Unterdrückung, jetzt gerade speziell von Frauen, auf ihre Tonalität, also ihre Stimmfarbe auswirkt. Dazu habe ich in der Uni schon mal ein bisschen was gehabt und ich finde es super spannend. Davon hätte ich mir mehr gewünscht, aber es sind nun mal nur 2 Essays. Also für mich hat das Buch eigentlich alle Erwartungen erfüllt. Ich hätte mir einfach nur noch mehr gewünscht, aber das Buch verlängern kann ich ja nicht. Buch Nummer 2 ist Der Sandmann von E.T.A. Hoffmann. Ich habe meine Zeit gut genutzt, ich habe recherchiert. Es heißt E.T.A., nicht E.T.A., wie ich fälschlich angenommen habe, ist es ein deutscher Autor. Der Sandmann habe ich ja gelesen, weil ich so ein bisschen Sorge hatte, was diese Geschichte ist, wie unangenehm es wirklich werden kann. Und ich muss sagen, es war unangenehm, aber es war vor allem seltsam. Also es war total komisch. Ich war froh, als es vorbei war, ähnlich wie vorausgesagt. Ja, also jetzt habe ich es mal gelesen, darüber bin ich ganz froh, weil ich es eben nicht in der Schule gelesen habe. Aber nochmal lesen werde ich es nicht und meine Ausgabe werde ich wahrscheinlich hiernach auch einfach weitergeben. Die nächste Geschichte ist The Telltale Heart von Edgar Allan Poe, also das verräterische Herz. Und ich habe es tatsächlich auf Englisch gelesen. Hier in diesem Buch sind ja die Kurzgeschichten jeweils in deutscher und in englischer Fassung, aber ich habe mich für die englische entschieden und bin sehr begeistert. Ich habe ja vor kurzem The Raven von Edgar Allan Poe für mich entdeckt und nach The Telltale Heart möchte ich jetzt noch viel mehr von dem Mann lesen. Es hatte einen ganz ähnlichen Vibe tatsächlich und auch einen ähnlichen Turn, mit dem ich nicht wirklich gerechnet habe. Aber ja, also wie Edgar Allan Poe in diesen beiden Kurzgeschichten einfach mit der Sprache umgeht, was für eine Stimmung da aufgebaut wird, das hat mich wirklich sehr fasziniert. Ich bin total zufrieden damit, das gelesen zu haben und werde jetzt mal recherchieren, was es noch so gibt, was ich noch von Edgar entdecken kann. Das nächste Buch passt zu meinem Outfit heute. Es ist nicht abgestimmt. Es geht um Der alte Mann und das Meer von Ernest Hemingway. Und hier war ich ja ein bisschen, ich sag mal, vorsichtig. Also ich habe die Geschichte ja schon etwas länger lesen wollen und habe es dann nicht gemacht, weil ich Sorge hatte, dass es langweilig sein könnte und das genaue Gegenteil ist passiert. Ich fand es wirklich super spannend. Also ich konnte es kaum aus der Hand legen. Ich habe richtig mitgefühlt mit dem alten Mann. Also es gab natürlich Passagen, wo es sich ein bisschen gezogen hat, weil ja, also es passiert wirklich nicht viel. Aber die Symbolik, die darin versteckt ist, wie hier mit dem Meer als Symbol gearbeitet wird, der alte Mann, oh, er ist mir richtig ans Herz gewachsen. Also ich mochte es super gerne, wirklich. Wahrscheinlich werde ich es auch nochmal lesen. Ich habe auch fleißig markiert die Stellen, die mir gut gefallen haben. Ich überlege sogar, ob ich mal eine In-Depth-Review dazu irgendwie mache, einfach weil es mich so fasziniert hat. Und ich möchte, dass alle Leute, die es langweilig finden, erkennen, was nicht langweilig an dieser guten Geschichte war. Das nächste Buch ist eine Poetry Collection. Es geht um Chasers of the Light von Tyler Nott Gregson.
Und das war meine Challenge für draußen lesen. Wie gesagt, die habe ich nicht erfüllt, aber ich fand es wirklich schön, die Gedichte zu lesen. Ich bin ja mal ein bisschen kritisch, was Poetry angeht, wo sich nicht alles reimt. Irgendwie wurde mir das, glaube ich, aus der Schulzeit von den ganzen Gedichtanalysen so ein bisschen eingefiltert, dass ein gutes Gedicht nur ein Gedicht ist, was sich reimt. Was natürlich nicht stimmt. Ein gutes Gedicht ist eigentlich das, was einen wirklich berühren kann. Also es hat mir gut gefallen. Es war jetzt nicht die beste Poetry Collection, die ich jemals gesehen habe, aber vor allem die Aufbereitung hat mir richtig gut gefallen. Also ich habe es ja, glaube ich, schon mal in dem letzten Video gezeigt. Hier wurde wirklich mit einer Schreibmaschine, teilweise auch anderen kreativen Formen gearbeitet, mit Fotos auch. Also es war echt schön und ich habe so ein paar Stellen markiert, zu denen ich ganz gerne nochmal zurück möchte später. Aber ja, also es war jetzt nicht so, dass ich total schockiert war, wie gut ich es fand. Und dann das letzte Buch, das ich in physischer Form gelesen habe. Es geht um Was ihr wollt von William Shakespeare. Ein Stück, übrigens mein Lieblingsstück von Shakespeare. Und da hatte ich tatsächlich so eine kleine Phase, so ein Lesetief. Also ich werde am Ende des Videos nochmal einblenden, wie sich die Seitenzahlen, also mein Leseverhalten, innerhalb des Reading Rush entwickelt hat. Ja, irgendwie, ich weiß nicht, ich war so ungefähr 2/3 durch und dann kam ich nicht mehr weiter, weil ich es ein bisschen langweilig fand und es war dann doch nicht so spannend. Und dann, als ich es weitergelesen habe, habe ich es jemandem vorgelesen. Also ich habe wirklich das so ein bisschen auch geschauspielert, also mit richtig Energie und Power vorgetragen. Und dann hat es wieder richtig viel Spaß gemacht. Durch die vielen Verwirrungen, die in diesem Stück bestehen und ja auch den Plot ausmachen und die vielen Personen, die, naja, wie soll ich sagen, man könnte teilweise 3 oder 4 Personen auch in 2 Personen fassen. Also vielleicht ist da ein bisschen was über, aber bei einem Bühnenstück, wo man wirklich echte Menschen hat, die dann nochmal mit Charakteristika spielen, die vielleicht gar nicht unbedingt im Originaltext drin waren, da ist es dann wirklich mitreißend. Also ich habe es ja schon 2-mal auf der Bühne gesehen, beide Male hat es mir richtig gut gefallen und deswegen würde ich sagen, dass diese kleine Durststrecke in der Mitte, ja, die führe ich einfach darauf zurück, dass es nun mal ein Bühnenstück ist. Und auch meine aktuelle Lebenssituation. Das dürfen wir natürlich auch nicht vergessen. Also der Reading Rush ist zwar eine schöne Sache, aber ich habe auch gemerkt, dass es mich so ein bisschen unter Druck gesetzt hat. Also da sind ja noch andere Dinge, die in meinem Leben so passieren und dann ein Ziel zu haben, sich vorgenommen zu haben, ich lese das und das und das in den Tagen. Ja, also das hat mich zwischendurch auch ein bisschen gestoppt in meinem Lesefieber. Und dann das letzte Buch, was ich als Hörbuch gehört habe. Es geht um Exit Racism von Tupoka Ogette. Und ich habe mit dem Hörbuch ganz motiviert schon am Abend vor dem Reading Rush angefangen, weil es einfach ganz gut passte. Ich hatte viel zu spülen und dann habe ich einfach schon mal angefangen. Und dann habe ich es, während ich die Bücher gelesen habe, eher wieder vernachlässigt. Also ich habe es dann den Reading Rush durch eher weniger gehört. Und dann am letzten Tag, als ich schon alle Bücher ausgelesen hatte, habe ich es mir dann angehört. Also dann habe ich mir einfach eine Zeitschrift genommen, da so ein bisschen durchgeblättert und dabei dem Hörbuch gelauscht. Und ich glaube, das war genau der richtige Weg, denn so habe ich alle Bücher beenden können, aber hatte jetzt nicht den Eindruck, mich irgendwie mit dem Hörbuch aufzuhalten. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kann mich nicht einfach hinsetzen und einem Hörbuch zuhören. Also dann werde ich ganz hibbelig. Meistens spüle ich dann oder mache Hausarbeit dabei oder so. Und nun zum Hörbuch selbst. Ich fand es echt gut. Also ich habe ja vor 1-2 Monaten, glaube ich, schon das Hörbuch von Alice Hastert gehört, wo es auch um Alltagsrassismus in Deutschland geht. Und ich habe nicht unbedingt viel Neues gelernt, aber ich denke, es ist wichtig, durch Wiederholung irgendwie dem Thema von eben Alltagsrassismus, vor allem hier in Deutschland, auch näher zu kommen. Also ich meine, ich würde zwar nicht sagen, dass ich komplett uninformiert bin über Rassismus. Ich beschäftige mich damit schon, aber ich bin ja jetzt auch kein Profi. Also ich kann das einfach nicht nachvollziehen. Ich wurde in der Form noch nie diskriminiert und gerade deswegen ist es auch so wichtig, da verschiedene Stimmen zuzuhören. Ich kann es also jedem empfehlen und ich weiß gar nicht, ob das Werbung ist, also ich werde für nichts hiervon bezahlt, aber sowohl Was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber hören sollten von Alice Hastert, als auch Exit Racism von Tupoka Ogette gibt es auf Spotify und wer weiß, vielleicht auf irgendeinem anderen Musikstreaming-Dienst auch noch. Und das war es auch schon mit den Büchern, die ich im Reading Rush alle gelesen bzw. gehört habe. Es hat super viel Spaß gemacht und auch wenn ich in der Mitte so eine kleine Durststrecke hatte, ich blende das Bild mal hier ein, war es trotzdem ein schönes Erlebnis.
Ich weiß nicht, ob es so clever war, am Reading Rush teilzunehmen, weil ich ja vorher wusste, dass ich da in der Woche einfach Zeit brauche, um meine Klausur vorzubereiten. Und wenn Klausuren anstehen, werde ich auch immer ein bisschen nervös und unruhig. Und dann hatte ich auch das noch, was ich schaffen wollte. Also ob das so sinnvoll war, weiß ich nicht. Aber ich bin froh, es gemacht zu haben, weil ich so andere Menschen auf Instagram zum Beispiel auch kennengelernt habe. Ich habe mich ausgetauscht mit internationalen Menschen im Forum vom Reading Rush selbst. Und was ich auch besonders gerne mochte, waren die kleinen Templates, auf denen man dann Gift-Challenges erfüllen musste. Also wo dann gefragt wurde, hey, wie geht's dir gerade mit dem Reading Rush? Wie weit bist du? Und dann kann man diese kleinen, sich bewegenden Bildchen da einfügen. Ich mochte das total gerne. Und deswegen bin ich froh, es gemacht zu haben. Hinterlasst mir gerne einen Kommentar, einen Daumen hoch oder ein Abo. Darüber würde ich mich total freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bleibt bis dahin gesund, macht's gut und ja, tschüss!